Ja, hallo, liebe Freunde. Wir stehen vor dem Phänomen, dass die Grünen den Fossilen die Inflation in die Schuhe schieben. Tatsächlich ist es aber so, dass wir eine grüne Inflation schon seit ein, zwei Jahren haben, ganz normal abzulesen an den Strompreisen. Die Strompreisen waren mit die höchsten in der Welt und tragen eben auch in der Industrie zur Verteuerung der Produkte bei. Wenn jetzt gesagt wird, dass also die Inflation fossil getrieben ist, dann stimmt das nur für einen Teil und auch nur temporär jetzt, wo also die fossilen durchaus teurer sind, durch die sogenannte Energiewende, die auch wieder von den Grünen initiiert worden ist. Denn Gas wird jetzt für die Verstromung auch benutzt, weil andere Kapazitäten, nämlich die für Kohle- und Kernenergie, abgebaut werden. Überhaupt Kernenergie, eine der billigsten Energieerzeugungsarten, wird abgebaut. Dadurch wird Energie teurer, also auch wieder eine grüne Inflation. Und die instabilen erneuerbare Stromversorgung, die braucht ja im Hintergrund auch noch grundlastfähige Kraftwerke, also Kohle, Gas. Und jetzt noch Kernenergie. Und die müssen da sein. Und diese Kraftwerke könnten allein die Energieversorgung vornehmen. Aber es ist ja in der grünen Ideologie, in der Energiewende so gewollt, dass eben Erneuerbare vorrangig eingespeist werden. Diese haben aber keine Wettbewerbsfähigkeit. So, das heißt, die Erneuerbaren, grün, instabilen, brauchen noch andere Lösungen, während die Fossilen keine andere Lösung brauchen, sondern für sich selbst da sind. Und daraus resultieren natürlich höhere Kosten. Wir haben die systembedingten Kosten, ne, die immer wieder rausgerechnet werden aus den instabilen Erneuerbaren, die da zum Beispiel Netzausbau, wir bräuchten das Netz gar nicht so stark ausbauen. Oder Speicher, wir bräuchten keine Speicher, wenn wir denn die Fossilen für die Stromversorgung nutzen. Und da gibt es viele, viele Dinge, die man in diesem Zusammenhang auch sagen muss. Ne? Geisterstrom. Wir bezahlen also auch für Strom, der gar nicht produziert worden ist, weil er hätte produziert werden können. Und der Betreiber, der dann so eine Anlage hat, wo eben kein Kabel dran ist oder so zum Abtransport des Stroms, dann trotzdem sein Geld bekommt, weil er die entsprechenden Verträge so vom Staat hat bekommen. Oder wir haben überschüssigen Windstrom, den wir ans Ausland mit negativen Strompreisen verkaufen. Das heißt, wir müssen dem Ausland noch Geld geben, dass wir dort den Strom sozusagen verklappen dürfen, den wir hier zu viel produzieren. Wir müssen uns vergegenwärtigen, Habeck und die Grünen und andere wollen, dass die Energiepreise steigen, damit man Energie einspart. Das ist alles gewollt. Und insofern straft es sie, Lügen, wenn sie jetzt sich hinstellen und was von fossiler Inflation reden. Das stimmt so nicht. Selbst die EZB-Chefin Lagarde hat gesagt, es handelt sich hier um eine grüne Inflation. Und insofern könnten wir die beenden. Wir könnten den Preisdruck etwas mildern, auch jetzt gerade, wenn wir also diesen ganzen Quatsch der Energiewende lassen würden und CO2-Befreiung lassen würden und viele andere Dinge auch, Steuern runter auf Benzin und Diesel, Mehrwertsteuersenkung. Das Ausland macht es, warum nicht wir? Und insofern fordere ich die Bundesregierung auf, das zu tun. Wird sie natürlich nicht tun, aber das wäre der vernünftige Weg. Das wäre der Weg auch, den die AfD beschreiten würde.